Jetzt ist schon wieder Ebbe in der Akkukasse. Kaum gibt es noch ein bisschen Strom. Schon ist der Akku leer, ist aber auch kein Wunder, da ist nur ein 14 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Speicher drin. Der Rest muss halt entsprechend mit dem großen Achtzylinder da vorne geregelt werden. Aber macht ja nichts. Wir haben hier eine Ladesäule, da können wir wieder aufladen. Und das ist nicht irgendeine Ladesäule, sondern diese Ladesäule von Ionity. Das ist, ja, man kann schon sagen, die modernste der Welt. Die kann theoretisch bis zu 350 Kilowatt an Ladeleistung raushauen. Das ist fast dreimal mehr als die schnellsten Tesla Supercharger. Ja, das hört sich doch gut an. Schnelles Auto, schneller Lader. Wir nehmen hier das Steckerchen und hauen das schön hinten in den Panamera Turbo S E-Hybriden hinein. Nein. Also selbst mit Gewalt, da geht nicht. Sieht man, ist mechanisch nicht kompatibel, obwohl es beides zum CCS-Schnellladesystem gehört. Denn das hier ist ein ganz normaler Typ 2 Stecker. Kann ich schön entsprechend Wechselstrom mitladen. Hier habe ich aber noch einen High-Power-Gleichstrom-Adapter hier unten dran. Und der passt da nicht rein. Brauche ich da auch nicht. Der Akku ist auch nicht so groß. Aber in Zukunft kann ich damit eben 350 Kilowatt laden. Mit dem richtigen Auto. Nur hier steht halt die Gegenwart von Porsche. Wir brauchen die Zukunft. Mit speziellen Akkus. Und diese Zukunft, die schauen wir uns heute an. Wir fahren nämlich mit dem Panamera ins Herz des Porsche Entwicklungszentrums nach Weissach. Dort wartet der Porsche Mission E-Cross Turismo auf uns. Schon wieder ein langer Name. Und ich sage die Gründe dafür, wieso dieses Auto das schnellste Elektroauto der Welt auf der Straße sein wird. Auf geht's! Endlich angekommen in Weissach, Herz der Porsche-Entwicklung. Und es hat echt eine Menge Spaß gemacht, hier mit dem Panamera E-Hybriden über die Autobahn zu fliegen. Es sind natürlich auch einige Liter Sprit verbraucht worden, aber ich sag's mal so, spaßige Liter. Wobei in Zukunft soll ja gar kein Sprit mehr verbrannt werden. Ja? Und die Zukunft, die steht hier neben mir. Ich habe nämlich heute ein Date mit dem Mission E-Cross Turismo. Ja, da freue ich mich schon drauf. Der Graue und ich, wir werden hier über die Teststrecke fahren. Und ich werde mir ganz genau anschauen, wieso er in der Praxis richtig schnell sein soll. Ha, setz dich in Bewegung! Und das Schöne ist, es ist nicht lautlos. Nö, man hört schon, da sind Elektromotoren am Werk und die werfen uns jetzt nach vorne. Aber ich wollte ja drüber reden, wieso dieses Auto das schnellste Elektroauto auf der Straße sein wird. Wenn es um Schnelligkeit geht, ist das Erste, was einem natürlich einfällt, wie viel Leistung hat das Auto denn? Das kann ich hier beim Mission E ganz genau sagen, also besser gesagt, soweit es Porsche sagt. 600 PS oder in neuer Währung 440 Kilowatt. Und zwar auf zwei Motoren, auf sogenannte PSM-Motoren, also Permanent-Magnet-Synchron-Motoren. Was heißt das jetzt schon wieder? Permanentmagnet erklärt sich, die Gegenkraft dort wird mit einem permanenten Magneten erzeugt. Das ist übrigens ein Neodym-Magnet. Seltene Erden, gibt es Diskussionen drüber, über die Gewinnung von seltenen Erden. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Und es ist ein Synchronmotor. Jetzt wird es ein ganz klein bisschen kompliziert. Ich erkläre es einfach nur mal. Das heißt, dass der Motor sich mit der Geschwindigkeit des Drehfelds des Stroms dreht. Ja. Mehr sage ich einfach nicht dazu. Bei Asynchronmotoren hängt das Ganze ein bisschen auseinander. So, und dieser Motor, der hat einen großen Vorteil laut Porsche. Zum einen entwickelt er ordentlich Leistung, weil das ist gar nicht der Punkt, sondern er hat einen sehr hohen Wirkungsgrad, einen höheren Wirkungsgrad als zum Beispiel Asynchronmotoren, wie sie zum Beispiel bei Tesla eingesetzt werden oder im neuen Audi e-tron. Und dadurch entwickelt er weniger Verlustwärme. Weniger Verlustwärme heißt natürlich auch, dass der Motor insgesamt bei seiner Leistung stabiler bleibt. Weil ich natürlich weniger Leistungseintrag in dem Motor habe. Über eine erhöhte Wärme im Motor selbst passiert zum Beispiel Folgendes. Elektrische Leiter kriegen einen höheren Widerstand, sinkt auch wieder meine Leistung. Und da sind wir wieder beim ganz entscheidenden Punkt.
Porsche hat bei diesen Motoren extrem auf Dauerleistungsfähigkeit geachtet. Also man kann Elektromotoren natürlich peakmäßig, spitzenleistungsmäßig sehr, sehr hoch auslegen, ganz viel Strom draufballern, dann halten die ihre Maximalleistung aber nur sehr kurz. Oder aber man kann sagen, nö, wir möchten, dass die Leistung unter allen Umständen immer anliegt. Was heißt das jetzt, unter allen Umständen immer anliegt? Ja, da gibt es Tests dafür. Porsche macht unter anderem folgenden Test. Die beschleunigen 10-mal voll von 0 auf 100 und bremsen dann mit einer Vollbremsung wieder runter. Und dann muss das Auto immer seine Beschleunigungswerte liefern. Komplett. Wenn es ein bisschen abweicht, dann würde ja die Dauerleistung wieder sinken und das wollen sie nicht. Die sagen sogar, wir schaffen 5 0 auf 200 Beschleunigungen und dann wieder Vollbremsung runter und das Auto hält trotzdem seine Leistung. Und das finde ich eine echte Nummer. Und damit man das macht, ist aber nicht nur der Elektromotor selbst entscheidend, sondern ist auch das Kühlsystem entscheidend. Der Elektromotor wird flüssigkeitsgekühlt, eine ordentliche Menge an Abwärme musste ja schon abtransportiert werden. Ich meine, wir haben 440 Kilowatt Leistung. Wir gehen jetzt mal, sagen wir mal, von einem 95% Wirkungsgrad aus. Und da können wir uns ausrechnen, habe ich jetzt 5%, die in Verlustwärme reingehen, dann sind 5% bei 440 Kilowatt schon über 20 Kilowatt an Verlustwärme. Da kannst du aber ein paar Häuser mit heizen. Oder aber den Elektromotor. Aber der Elektromotor alleine ist es noch nicht, sondern es geht auch um die sogenannte Leistungselektronik. Die Leistungselektronik muss ja aus dem Gleichstrom, den die Batterie liefert, einen verdaulichen Drehstrom basteln, mit dem der Elektromotor überhaupt sich dreht. Ja, mit dem Gleichstrom der Batterie fährt der Elektromotor hier nicht, sondern das ist wirklich ein Drehstrom. Und diese Leistungselektronik muss auch mit dem ganzen Strom, und das sind wirklich mehrere hundert Ampere, umgehen. Und die wird dann auch heiß. Und wenn die heiß wird, ja, dann sagt die auch irgendwann, ich kann die Leistung nicht mehr halten. Also diese ganzen Punkte waren für Porsche unglaublich wichtig, dass man an den Stellschrauben gedreht hat und gesagt hat, ja, wir wollen hohe Leistung, aber wir wollen eine hohe Dauerleistung haben und nicht die allerhöchste Maximalleistung. Wenn ich in der Praxis mit einem Elektroauto schnell ankommen will, dann muss es auch effizient sein. Wieso? Dann erziele ich eine höhere Reichweite. Ich verbringe weniger Zeit an der Ladesäule. Und dafür muss ich natürlich meine Fahrwiderstände so klein wie möglich halten. Und was ist der wichtigste Fahrwiderstand bei einem Elektroauto? Gewicht? Nein, es ist eher die Aerodynamik. Die ist entscheidender und die ist natürlich beim Mission E auch optimiert worden. Und das schauen wir uns an dem Auto mal genau an. Zum einen ist natürlich die Karosserie hier schön glatt gezogen worden, ein paar ordentliche Bügelfalten sind drin, da wird optimiert. Aber die Details sind natürlich auch sehr spannend. Wir schauen uns die Seite hier an. Das ist so eine Art Luftvorhang. Das heißt, die Luft schießt hier rein, legt sich wie ein Vorhang über die Reifen drüber und die anströmende Luft kann da besser entlang gleiten. Dann gucken wir mal unten drunter. Das ist ein verkleideter Unterboden, sehr, sehr wichtig, wenn ich eine gute Aerodynamik erzielen will. Und das ist bei einem Elektroauto viel einfacher zu bewerkstelligen. Ich habe ja keinen Abgastrakt, den ich da unterbringen muss. Ja, und der Abgastrakt beim Verbrennungsauto sorgt natürlich sehr oft mit seiner zerklüfteten Anordnung dafür, dass Wirbel entstehen und dass die Aerodynamik nicht so toll ist. Wir gucken ein bisschen weiter. Wir sehen zum Beispiel hier an den Seiten auch nochmal Luftaustritte. Das ist alles optimiert. Und wir gucken auf die Außenspiegel. Hier ist ein Außenspiegel. Ja, aber der Außenspiegel hat ein paar Besonderheiten. Unter anderem ist kein Blinker drin. Wieso ist kein Blinker drin? Weil er dadurch kleiner werden kann. Dadurch habe ich natürlich eine geringere Angriffsfläche für die Luft. Und jetzt könnte man natürlich noch fragen, wieso hat es Porsche nicht gleich mega konsequent gemacht und hat gesagt, komm, wir machen da einfach Kameras hin. Dann ist der Außenspiegel quasi noch kleiner. Ja, diese Kameras muss ich mit Strom versorgen. Ich muss innen drin die Bildschirme, die das Bild der Kameras anzeigen, mit Strom versorgen. Also ich muss den Strom, den ich eigentlich sparen will, da wieder reinstecken. Und deswegen hat Porsche gesagt, nee, wir machen die Dinger kleiner. So, dann gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Gucken uns mal so kleine Details an. Zum Beispiel diese drei Streifen hier. Ja, die sind nicht von einer fränkischen Sportfirma, sondern die bewirken laut Porsche, ernsthaft, 1 Kilometer Reichweite zusätzlich, weil eben hier der Luftstrom nochmal harmonisiert wird. Und dann können wir das Ganze hier, diese Art Mini-Diffusoren, auch nochmal hinten am Heck sehen. Da gucken wir hier drunter.
Das sind die großen Diffusoren. Auch die sorgen wieder für eine Harmonisierung des Luftstroms. Und da geht es immer darum, dass ich eben die Wirbel am Auto so klein wie möglich halte. Oder im Idealfall habe ich gar keine Wirbel, weil diese Wirbel, die ziehen an der Karosserie. Und was an der Karosserie zieht, muss der Motor wieder quasi bekämpfen. Das kostet Strom und das kostet natürlich auch Reichweite. Das sieht aber auch einfach immer gut aus, ja, mit solchen Diffusoren da hinten. Eine Sache habe ich übrigens noch für alle Zahlenfetischisten und Nerds, so wie ich einer bin. Was hat er denn jetzt für einen CW-Wert? Ja, da ist Porsche nicht ganz konkret. Die sagen unter 0,3. Klar, das Auto ist natürlich noch in der Entwicklung. Ich sage 0,27. Am sonnigen Tag auch 0,26. Übrigens noch eine Sache. Falls sich jemand wundert und sagt, was, so ein guter CW-Wert, so hochgebockt mit diesen Reifen, in der Kombination wird das wahrscheinlich nicht schaffen, aber der wird dann entsprechend aerodynamisch schön abgesenkt, damit er besser in der Luft liegt. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier, dieser AT-Reifen, nicht seine Serienbereifung wird. Da gehe ich einige Wetten für ein. Ein richtig schnelles Auto braucht natürlich auch eine gute Bremsanlage. Und da hat Porsche echt was zu verlieren, weil bei der Bremsleistung, da waren sie immer ganz mit vorne bei der Musik. Und vor allem bei so Autos wie zum Beispiel 911 hat ihnen sehr geholfen, dass das Auto sehr hecklastig ist von der Gewichtsverteilung und dass du hinten mit breiten Schlappen natürlich richtig Bremsleistung draufbringen konntest. Und man muss sich mal die Dimensionierung der Bremsanlage prinzipiell anschauen. Das ist natürlich das sind riesen Pizzas quasi an Bremsscheiben, die da vorne und hinten drin sitzen. Aber das ist beim Elektroauto gar nicht so der Punkt. 90% der Bremsungen beim Elektroauto finden gar nicht mechanisch statt, sondern die werden quasi elektrisch durchgeführt. Das heißt, der Elektromotor dient als Generator, retardiert das Auto, Retarder nennt man das ja, zum Beispiel diese elektrischen Bremsungen, und dadurch wird wieder Energie gewonnen. Und da ist jetzt der Punkt, wie viel Energie kann ich denn zurückgewinnen? Im üblichen Falle hat ein Elektroauto so eine maximale negative Beschleunigung von ungefähr 0,2 G. Bis dahin bremst das Auto rein elektrisch, gewinnt die Energie zurück und darüber kommt die mechanische Bremse zum Einsatz. Beim Mission E lässt es Porsche zwar nicht genau raus, aber dieser Wert wird natürlich deutlich getoppt. Das heißt, der kann noch viel mehr elektrisch bremsen. Dadurch kann er mehr Energie wieder in den Akku reinschaufeln, die ich wieder für Beschleunigungen gebrauchen kann. Und meine Bremse wird natürlich deutlich geschont. Und damit hat Porsche nicht nur eine extrem leistungsfähige mechanische Bremse hier drin, sondern eben auch eine extrem leistungsfähige elektrische Bremse. Und das ist für 90% der Anwendungen auf der Straße viel entscheidender. Also ganz nebenbei, da ist es sogar ganz gut, wenn das Auto ein bisschen was wiegt. Denn umso mehr das Auto wiegt, desto mehr kinetische Energie baut es auf. Und umso mehr kinetische Energie ich runterbremse, desto mehr Energie schaufle ich über die Bremsenergie-Rückgewinnung wieder in meinen Akku hinein. Bringt mir Reichweite. Und Reichweite ist gut, denn umso mehr Reichweite ich habe, desto später muss ich an die Tankstelle ranfahren, desto länger kann ich fahren, desto schneller bin ich auch wieder am Ziel. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, wieso der Mission E im normalen Straßenverkehr wahrscheinlich das schnellste Elektroauto sein wird. Ich nenne es mal den GTD-Effekt, denn da ist es gar nicht so entscheidend, wie super schnell das Auto jetzt von 0 auf 100 beschleunigt, brauche ich im normalen Straßenverkehr quasi nicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht wahnsinnig relevant, sondern es ist entscheidend, wie oft muss ich tanken und wie lange stehe ich an der Tankstelle. Wenn die Zeit klein ist, wie zum Beispiel früher bei den Golf GTDs, die sehr, sehr hohe Reichweiten bei einem ordentlichen Tempo abreißen konnten, dann komme ich eben schnell am Ziel an. Und beim Mission E ist das Stichwort 800 Volt Akku. Was heißt das jetzt? Das klären wir im Auto. Was hat denn ein 800 Volt Akku für einen Vorteil? Wir schauen uns erstmal ein übliches Elektroauto an. Das hat einen 400 Volt Akku. Jetzt machen wir ein ganz klein bisschen Trivialphysik. Nämlich Leistung ist Spannung mal Strom. Wenn wir einen 400 Volt Akku haben und wir holen da 100 Ampere raus, dann bilden sich 40 Kilowatt. Nehme ich den gleichen Strom, aber bei einem 800 Volt Akku,
dann habe ich 80 Kilowatt. Und wo ist da jetzt mein Vorteil? Diese 80 Kilowatt habe ich mit den gleichen Verlusten wie die 40 Kilowatt. Denn der Strom macht die Verluste, nicht die Spannung. Das heißt, umso höher mein Strom liegt, desto proportional höher sind auch meine Verluste. Also im Idealfall setze ich meine Spannung höher, ähnlich wie bei den Hochspannungsleitungen, die wir kennen, die über lange Strecken viel, viel Leistung transportieren mit wenig Verlusten, setze aber den Strom niedriger. Und genau das ist der große Vorteil eines 800-Volt-Akkus. Ich kann sehr hohe Leistungen erzeugen oder auch in ihn hineinladen, ohne extrem hohe Ströme zu haben. Und so schaffe ich es bei diesem Auto, 350 Kilowatt an Ladeleistung im Idealfall da reinzuschieben. Das ist eine richtige Nummer. 350 Kilowatt ist weit, weit weg von all dem, was wir bisher an Schnellladeleistungen kennen. Um das mal zu übersetzen. Das heißt, alle 3,5 Minuten werden 100 Kilometer Reichweite nachgeladen. Immer gesetzt den Fall, man bleibt in einem optimalen Bereich. Beim Lithium-Ionen-Akku kann ich nämlich quasi nur bis 80% des Gesamtenergieinhalts diese volle Ladeleistung geben. Dann muss ich den Strom deutlich runterfahren, damit ich den Akku eben nicht auf Dauer kille. Aber bis zu den 80% kann ich wirklich mit voller Leistung reingehen. Und jetzt überlegen wir uns das mal. Dieser Akku hier drin hat, Porsche lässt es nicht genau raus, 90 Kilowatt schon ungefähr. In der Serie kann das vielleicht auch ein bisschen mehr werden. Wir werden es dann sehen. Der soll 400 Kilometer Reichweite damit erzeugen. 400 Kilometer Reichweite kann ich dann in 15 Minuten nachladen. Das heißt, wir werden mit diesem Auto zum ersten Mal in die Dimension kommen, dass wir sagen, ja, der lädt im Prinzip genauso schnell wie ein Verbrenner. Ich fahre an die Tankstelle hin, muss mir keine Gedanken machen, wie lange es dauert, bin dann sofort wieder weg. Und alle anderen Elektroautos, die jetzt auf der Straße sind, die stehen da deutlich länger. Und das ist der Punkt, wieso er natürlich im normalen, echten Verkehr und auf Langstrecke so schnell sein wird. Dann gibt es hier bei dem Auto natürlich auch noch ein paar Gimmicks, die mir einfach wirklich sehr gut gefallen, die jetzt weniger was mit, na, jetzt muss es kommen, jetzt mit Geschwindigkeit zu tun haben, sondern auch mit Komfort und einfach auch mit Faszination. Ich habe hier eine Ladeklappe, die kann ich elektrisch öffnen und ich habe, man denke an Lothar Matthäus, links wie rechts kann das Auto, links wie rechts eine Ladeklappe, damit ich, egal wo ich jetzt meine Ladesäule stehen habe, das Kabel nicht drumherum führen muss. Man braucht aber nicht immer ein Kabel. Moment. Jetzt geht's zu, sondern da ist auch unten drunter eine induktive Ladeplatte. Das heißt, ich kann kontaktlos einfach über eine Platte drüber fahren und Strom reinladen. Üblicherweise, was kennt man da so bei induktivem Laden? Naja, vielleicht mal 3 Kilowatt, wenn es ganz hoch kommt, sind wir mal 3,6, 7,2 Kilowatt. Ja, man sagt sich ja, naja, es ist ja kein Kabel drin, was soll da schnell geladen werden? Porsche sagt 11 Kilowatt. Ich habe es nicht ausprobiert, muss ich aber glauben. Und 11 Kilowatt ist natürlich eine echte Nummer. Das heißt, ich fahre kontaktlos über eine Platte drüber. Ich muss mir nicht die Finger irgendwie an einem Kabel schmutzig machen und kann da richtig schnell laden. Finde ich eine klasse Sache. Und deswegen ist das Auto auch mit der höchsten Ladeflexibilität zurzeit ausgestattet. Induktives Laden, Wechselstromladen und superschnelles Gleichstromladen. So, und jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Moment. Ja, also ich bin auch schon total aufgeregt, denn hier stand noch nie in diesem Ladepark ein Journalist. Ich bin der allererste Journalist, der hier drin steht und ich darf nicht nur hier drin stehen. Aha, ich darf auch noch laden. Ich habe erklärt bekommen, wie das funktioniert, aber wir nehmen das jetzt live mit, ob ich es trotzdem hinkriege. Kabel raus. Ja, das Kabel kennen wir ja noch vom Anfang. Das ist das, was beim Panamera E-Hybriden nicht gepasst hat. Hier passt das wunderbar. Die zwei großen Pins unten sind für Gleichstrom. Zack, das passt schon mal. So, jetzt muss ich hier bloß die Karte hinhalten. Please wait. Preparing. Das klingt jetzt ein bisschen wie meine Kaffeemaschine, wenn die sich vorbereitet. Ah, Edzettle. Wow. Also, hier, da haben wir genau die Werte. 768, 69, das geht jetzt gerade mit der Spannung ein bisschen hoch. Wir haben weit über 300 Ampere und wir sind jetzt schon bei 250 Kilowatt Ladeleistung. Ja, das passt sich ja auch immer je nach Ladung so ein bisschen an. Also bis 350 Kilowatt geht das hoch. Und was für mich noch ein ganz wichtiger Wert ist, komm noch mal her, geht doch nicht gleich weg. Energy delivered. 2 Kilowattstunden. Wir stehen einen Wimpernschlag hier und haben schon über 2 Kilowattstunden drin. Ja. An normalen, also üblichen 230 Volt
mit 10 Ampere hätte ich jetzt hier eine Stunde gestanden. Eine Stunde. Thema Schnelligkeit ist beim Porsche natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das Fahrwerk. Genau, das müssen wir uns auch mal anschauen. Wir gehen mal hier rüber. Vor allem nicht nur Fahrwerk, sondern auch der schwere Akku. Wo bringt man das Ganze unter, ohne dass das fahrdynamisch das Auto einbremst? Wir bleiben beim Fahrwerk. Wo kommt das ursprünglich her? Naja, wir gucken mal hier rüber, Panamera. Da entdecken wir sicherlich einige Gemeinsamkeiten, wobei das hier beim Mission E natürlich angepasst worden ist. So, dann gucken wir uns den Akku an. Der Akku sitzt hier unten im Unterboden. 700 Kilo wiegt er, das ist schon eine Menge. Aber es ist natürlich auch viel Peripherie drumherum, es sind ja nicht nur die Zellen. Das Ganze ist flüssig gekühlt, damit der Akku eben in seinem Wohlfühlbereich bleibt. Lithium-Ionen, 20 bis 40 Grad Celsius. Da agiert er optimal und vor allem er altert nicht schnell. Nur so nebenbei, Porsche gibt auf den Akku dann, wenn er in Serie ist, 8 Jahre Garantie. Finde ich meine Ansage. Gut, die 8 Jahre Garantie helfen aber noch lange nicht bei dem schweren Akku. Was mache ich denn da? Na, ich setze ihn sehr tief in den Unterboden. Dadurch kann ich den Schwerpunkt des Autos tief setzen und das ist sehr wichtig für die Fahrdynamik. Laut Porsche sitzt der Schwerpunkt ungefähr hier in Höhe der Radnabe. Was heißt das jetzt übersetzt? Der ist sogar niedriger, der Schwerpunkt, als bei einem 911er. Und das ist mal echt eine Ansage. Das Einzige, was ich halt ändern muss in Zukunft, ist, dass da drüben die Reifen, diese Sportreifen vielleicht, auch auf den hier drauf gehören. Dann klappt es auch mit der Fahrdynamik. Bei all den Schlussfolgerungen, die ich heute gezogen habe, gerade zum Thema Schnelligkeit, beziehe ich mich natürlich auf die Daten, die ich jetzt von Porsche habe. Und dazu muss man eben wissen, das Auto ist ja ein Showcar. Das ist noch nicht mal ein Prototyp. Und ob er in die Serie kommt, ist laut Porsche noch nicht hundertprozentig sicher. Ich dagegen würde eine gute Flasche Wein drauf verwetten, dass er kommt. Wer definitiv kommt, ist 2019 der Taycan, also die Limousinenvariante dieses Elektroautos. Ich habe übrigens auch auf Instagram mal gefragt, wie es denn aussieht. Was wichtiger ist, eine superschnelle Ladung oder eine sehr hohe Reichweite? Und das Ergebnis ist derzeit noch fast 50-50. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Schreibt sie drunter. Ich persönlich will beides haben.